skin gal, stay home and mind, baby. Brown skin gal, stay home and mind, baby. I'm going away in a sailing boat, and if I don't come back, stay home and mind, baby. Brown skin gal, stay home and mind, baby. Brown skin gal, stay home and mind, baby. Oh Gott, oh Gott, immer noch nicht zurück. Sie hat eben diesen Brief abgegeben. Sie hat gesagt, unser Telefon ist kaputt. Oh, einen Brief geben Sie nicht. Nein, der ist für den Herrn Doktor von Fräulein Tessmann. Ich lege ihn da auf den Tisch. Wie sieht denn hier aus? Nicht ausmachen, gnädige Frau. Ja, machen Sie es aus, es wird sicher bald hin. Ist schon hält. Man with face like totem pole, painting fires on a pottery bowl, works all day, finish one, cause he gets salary when he is done. Was ist denn? Nur das Dienstmädchen. Oh. Wieso bin ich hier? Ach ja, jetzt erinnere ich mich. Wie spät ist es, Thea? 7 vorbei. Wann ist Tessmann zurückgekommen? Der ist noch nicht zurück. Noch nicht? Es ist noch niemand zurückgekommen. Und wir haben bis 4 Uhr gewartet. Naja, die Mühe hätten wir uns sparen können. Wolltest du noch ein bisschen schlafen, Hedda? Ja, ganz gut, du nicht?
Nicht eine Sekunde. So, Herr Dutton. Na, na, na. Mach dir keine Sorgen. Ich kann dir sagen, was passiert ist. Was denn? Na, es ist natürlich sehr spät geworden bei Herrn Amtsgerichtsrat Brack. Ja, ja, da hast du sicher recht, aber was... Und Tessmann wollte nicht nach Hause kommen und uns alle spät nachts aufwecken. Aber wo könnte er denn sein? Bei den Tanten! Sein altes Zimmer steht da immer für ihn bereit. Nein, da kann er nicht sein. Eben ist ein Brief für ihn gekommen von Fräulein Tessmann. Er steht da auf dem Tisch. Ja? Ja, das ist Tante Jujus Handschrift. Na, dann wird er noch bei Brack sein. Und Eilert Löfbock sitzt da und liest ihm vor. Mit Weinlaub im Haar. Das glaubst du doch selbst nicht, Tedda. Ach, Thea, du bist ein Dummkopf. Ja, leider. Du siehst todmüde aus. Geh doch in mein Zimmer, ruh dich etwas aus. Tu, was ich dir sage. Nein. Nein, ich kann unmöglich schlafen. Natürlich kannst du. Aber dein Mann wird doch gleich zurück sein und ich muss einfach wissen, dass... Ich weck dich, wenn er kommt. Versprichst du mir das, Hedda? Ja, jetzt geh, leg dich schlafen. Na gut. Danke. Ich werde sie suchen. Sie haben geläutet, gnädige Frau. Ja, legen Sie nach, ich friere. Oh, das werden wir gleich wieder warm haben. Jemand draußen, gnädige Frau. Ja. Machen Sie auf. Ich kümmere mich schon darum. Guten Morgen. Hedda, bist du schon auf? Ja, heute bin ich schon früh auf. So was? Nicht, bitte. Frau Elfstedt schläft in meinem Zimmer. Frau Elfstedt? Ist sie die ganze Nacht hier geblieben? Ja, es ist ja niemand gekommen, um sie nach Hause zu bringen. Ja, da hast du wohl recht. Na, war es lustig?
Du hast dir Sorgen um mich gemacht, ne? Nicht im geringsten. Ich wollte nur wissen, ob es lustig war. Ja, sehr. Solange es nicht jeden Tag passiert. Der Anfang war das Beste. Da hat Eilert mir aus seinem Buch vorgelesen. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie großartig es ist. Wirklich eins der erstaunlichsten Bücher, die hier geschrieben worden sind. Naja, es ist also ein gutes Buch. Hedda, ich werde dir jetzt ein Geständnis machen. Während er mir vorlas, da hatte ich so ein ganz gemeines Gefühl. Ein gemeines Gefühl? Ich war plötzlich neidisch auf Eilert, dass er so schreiben kann. Kannst du dir das vorstellen, Hedda? Ja, das kann ich mir vorstellen. Es ist eine richtige Tragödie, dass ein Mensch, der so begabt ist, so runtergekommen ist. Du meinst wohl, der hat weniger Angst vor dem Leben als die meisten. Das nicht. Der weiß einfach nicht, was Maßhalten bedeutet. Was ist dann passiert? Naja, also wenn ich drüber nachdenke, eigentlich könnte man das fast eine Orgie nennen, Hedda. Hat er Weinlaub im Haar gehabt? Weinlaub? Nö, also ich habe keins gesehen. Aber er hat eine lange, unverständliche Rede auf eine Frau gehalten, die sein Buch inspiriert hat. Ja, das waren seine genauen Worte. Hat er sie beim Namen genannt? Nein, aber es war bestimmt Frau Elfstedt, ganz bestimmt. Wo hast du ihn zuletzt gesehen? Auf dem Nachhauseweg. Wir sind zusammen losgezogen, der letzte Rest vom Schützenfest. Und Brack ist noch ein Stück mitgegangen, um ein bisschen frische Luft zu schnappen. Und dann waren wir uns einig, dass wir Eilert nach Hause bringen sollten. Er hatte nämlich ein bisschen zu viel Intus. Ja, das kann ich mir denken. Ja, und dann, als wir auf die Stadt zumarschiert sind, da bin ich im Moment zurückgeblieben, aber nur einen Moment, um... Du weißt schon. Ja, und dann? Ja, und dann, als ich sie eingeholt habe, da bin ich im Moment stehen geblieben am Straßenrand. Weißt du, was ich da gefunden habe? Wie kann ich das wissen? Hedda, du darfst es niemand erzählen. Versprich mir das. Um Eilerts Willen. Hab ich gefunden. Das ist doch das Manuskript, das er gestern Abend mitgebracht hat. Ja. Das ganze wertvolle, unersetzliche Manuskript. Und er hat es einfach verloren. Nicht mal gemerkt. Was sagst du dazu? Ein tragischer Fall. Ja, aber warum hast du es ihm nicht gleich zurückgegeben? Ich habe mich nicht getraut in seinem Zustand. Und du hast den anderen nichts gesagt? Nein, das wollte ich nicht, um Eilerts Willen, verstehst du? Ach, dann weiß niemand, dass du sein Manuskript hast? Nein, und das darf auch niemand wissen. Und hast du später mit ihm gesprochen? Ich konnte gar nicht mehr mit ihm sprechen. So wie wir in der Stadt waren, war er plötzlich verschwunden. Mit ein paar anderen. Fujikato. Aha. Wahrscheinlich haben sie ihn nach Haus gebracht. Ja, wahrscheinlich. Brack ist dann auch weggegangen. Und wo hast du dich dann noch rumgetrieben? Ich und ein paar von den anderen denkbar nette Leute waren das. Sind zu einem von ihnen gegangen und haben Kaffee getrunken. Ein Katerfrühstück, nicht, ne? Bitte. Naja, ich leg mich mal schlafen und lass Eilert auch noch ein bisschen schlafen, der Arme. Und dann laufe ich schnell rüber und geb's ihm zurück. Nein, bitte nicht, noch nicht. Hedda, nein, das darf ich nicht. Darf? Nein, stell dir vor, wenn er morgen aufwacht und sein Manuskript nicht findet. Er hat nämlich keine Kopie, das hat er mir selber gesagt. Kann man sowas nicht nochmal schreiben? Nein, das halte ich für ausgeschlossen. Die Inspiration, weißt du? Ach so. Ja, habe ich vergessen. Da ist übrigens ein Brief für dich gekommen. Er ist heute früh abgegeben worden. Du, der ist von Tante Juju.
Hedda. Sie schreibt, dass es mit der armen Tante Rina zu Ende geht. Na ja, das war zu erwarten. Und wenn ich sie sehen will, muss ich mich beeilen. Ich lauf gleich rüber. Du läufst? Hedda. Liebling. Würdest du nicht mit mir kommen? Nur dies eine Mal. Nein, nein, bitte. Verlang das nicht von mir. Ich will Krankheit und Tod nicht sehen. Ich kann nichts Hässliches sehen. Ja. Ja, natürlich. Mein Hut. Mein Mantel. Auf dem Flur. Hedda. Ich komme noch nicht zu spät. Wenn du läufst, wirst du es schaffen. Herr Amtsgerichtsrat Pakistan fragt, ob er reinkommen darf. Um die Zeit? Wie siehst du denn aus? Ich kann ihn unmöglich jetzt sehen. Ich aber. Bitten Sie Herrn Brack herein. Ja, gnädige Frau. Tessmann, das Manuskript. Ja, bitte. Ja. Ich gebe es mir. Ich heb es für dich auf. Na, Sie sind ja ein Frühaufsteher. Nicht wahr? Sie sind ja auch schon wieder unterwegs. Ja. Lassen Sie sich nicht aufhalten in einem so ernsten Augenblick. Die arme Tante Rina liegt im Sterben. Ja. Ja, da haben Sie recht, Frau Hedda. Ich habe noch nicht mal Zeit gehabt, mich umzuziehen. Entschuldigen Sie bitte. Was hat Tessmann denn über unsere nächtlichen Späße erzählt? Ach, nur eine langweilige Geschichte, dass Sie irgendwo gefrühstückt haben. Ach ja, von dem Katerfrühstück habe ich auch schon gehört. Eilert Löfborg war wohl nicht dabei. Nein, den haben Sie vorher nach Hause gebracht. Tessmann auch? Nein, ein paar von den anderen, hat er gesagt. Jürgen Tessmann glaubt auch alles, Frau Hedda. Weiß Gott. Was ist denn wirklich passiert? Wissen Sie, wo er und einige andere der Gäste den Rest der Nacht verbracht haben, Frau Hedda? Sagen Sie es mir, oder haben Sie Angst, mich zu schockieren? Tam, tim, tariam, pam, piam, pam, pam. Er war in dem Etablissement einer gewissen Mademoiselle Diane. Diane? Ja, sie hatte diese Soiree veranstaltet für einen auserwählten Kreis von Freundinnen und Bewunderern. Hat sie rote Haare? Das hat sie. Ist sie eine Art von Sängerin? Ja, das auch. Und Eilert Löfborg war früher einer ihrer größten Verehrer. Sie hatte ihn schon vorgestern eingeladen. Ich wusste das. Er hatte zunächst abgelehnt, ist aber dann doch hingegangen. Naja, Sie wissen ja, wie wir Männer sind, wenn wir ein Gläschen zu viel getrunken haben. Und wie hat das geendet? Nicht so freundlich, wie ich höre. Mademoiselle Diana hatte ihn erst mit der größten Zärtlichkeit empfangen und später hat sie zugeschlagen. Auf Löfborg? Ja, er hat sie und ihre Freundinnen beschuldigt, ihn bestohlen zu haben. Seine Brieftasche unter anderem. Naja, er hat eine Riesenszene gemacht und das endete dann in einer allgemeinen Schlägerei. Glücklicherweise kam dann die Polizei. Polizei auch? Ja, es könnte ein etwas teurer Spaß für Freund Eilert werden. Was? Er hat wohl tätlichen Widerstand geleistet und soll einen Polizisten geohrfeigt und ihm seine Uniform zerrissen haben. Sie haben ihn mit auf die Wache genommen. Woher wissen Sie denn das alles?
Von der Polizei. Also so ist es passiert. Er hat kein Weinlaub im Haar gehabt. Weinlaub, Frau Hedder? Herr Amtsgerichtsrat, warum spionieren Sie eigentlich Eilert Löwborg nach? Erstens kann es mir nicht ganz gleichgültig sein, wenn sich bei dem Verhör herausstellt, dass er von meinem Haus direkt dahin gegangen ist. Wird es ein Verhör geben? Natürlich. Und zweitens wird von jetzt ab jedes anständige Haus für Eilert Löwborg wieder verschlossen sein. Mein Haus auch, wollen Sie sagen? Ja, ich gebe zu, ich würde es mehr als ärgerlich empfinden, wenn dieser Herr hier weiterhin verkehren dürfte. Wenn er überflüssigerweise in unser... Dreieck? Genau. In unser Dreieck eindringen dürfte. Es wäre für mich, als wenn ich ein Zuhause verlieren würde. Aber Sie haben doch in der Stadt noch mehr als nur ein Zuhause. Leider nicht. Nicht mehr. In den letzten 6 Monaten habe ich nicht weniger als 3 verloren. Und es waren meine besten. Nicht der einzige Hahn im Korb? Doch, doch. Aber ich bin es nicht geblieben. Wieso? Kinder. Sie wissen, dass ich Kinder nicht ausstehen kann. So ein Engelchen beansprucht die Ehefrau ganz für sich allein. Na, zum Glück droht ja hier im Hause keine Gefahr. Sie Egoist. Der einzige Hahn im Korb, das ist Ihr Ziel. Ja, das ist mein Ziel. Ich bin sehr dankbar, dass Sie mich nicht auf irgendeine Weise in der Hand haben. Um Gottes Willen, Frau Hedder, in der Herstellung eines Dreiecks sollte keine Art von Zwang im Spiele sein. Ja, finde ich auch. So, jetzt habe ich gesagt, wozu ich hergekommen bin, und jetzt muss ich auch wieder gehen. Auf Wiedersehen. Ach, Sie gehen durch die Hintertür? Ich habe nichts gegen Hintertüren. Die können manchmal ganz pikant sein. Ja, wenn scharf geschossen wird zum Beispiel. Auf seine zahmen Hähne schießt man doch nicht. Nein, wenn man nicht mehr als den einen hat. Na, Herr Löwborg, Sie kommen etwas spät, um Tee abzuholen. Und etwas früh, um Sie zu besuchen. Entschuldigung. Wie kommen Sie eigentlich darauf, dass Thea noch hier ist? In Ihrer Pension hat man mir gesagt, dass sie die ganze Nacht weg war. Ist Ihnen nichts aufgefallen, als man Ihnen das gesagt hat? Aufgefallen? Dass man es vielleicht ungewöhnlich fand. Ach so. Jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Ich ziehe Sie runter in den Dreck mit mir. Nein, ich habe eigentlich gar nichts gemerkt. Das Mann ist wohl noch nicht auf. Nein, ich glaube nicht. Hat er Ihnen was erzählt? Tja, es ging wohl heute Nacht bei Brack ganz munter zu. Sonst nichts? Nein, ich habe nur halb geschlafen. Löwborg, endlich. Ja, endlich. Endlich. Noch zu spät.
Was ist zu spät? Alles jetzt. Mit mir ist es aus. Nein, nein, sag es nicht. Du wirst das selber sagen, wenn du hörst, was ich... Ich will nichts hören. Wollen Sie allein mit ihr sprechen, dann geh. Nein, nein! Bleiben Sie auch hier. Bitte. Aber ich will nichts hören, sage ich dir. Nicht über heute Nacht. Worüber denn dann? Ja. Ich bin gekommen, dir zu sagen, dass wir uns nicht mehr sehen dürfen. Nicht mehr sehen? Ich habe es gewusst. Weil ich dich nicht mehr brauche, Tia. Und du kannst da sitzen und mir das sagen. Du brauchst mich nicht mehr. Soll ich dir denn nicht mehr helfen? Wir werden noch weiter zusammenarbeiten. Ich habe nicht vor, weiter zu arbeiten. Was hat denn dann mein Leben noch für einen Sinn? Tja, du musst versuchen, so zu leben, als ob du mich nie gekannt hättest. Das kann ich aber nicht. Versuch's doch, Tia. Fahr nach Hause zurück. Nein, nie wieder. Ich will da sein, wo du bist. Ich lass mich nicht einfach wegjagen. Ich will hier bleiben und bei dir sein, wenn dein Buch erscheint. Ach ja, das Buch. Unser Buch. Theas und meins. Es gehört uns beiden. Oh ja. Das empfinde ich auch. Ich habe ein Recht, bei dir zu sein, wenn es erscheint. Ich will miterleben, wie die Leute dich wieder verehren und Respekt vor dir haben. Und die Freude. Freude. Ich will sie mit dir teilen. Unser Buch wird nie erscheinen. Nicht erscheinen? Das kann ich. Nie. Löw Bob, was hast du mit dem Manuskript gemacht? Ach ja, das Manuskript. Wo hast du es? Ja, bitte frag mich nicht. Doch! Doch! Ich muss es wissen! Ich habe ein Recht, es zu wissen! Jetzt! Das Manuskript, ja. Ich habe es zerrissen. Nein. Das ist doch nicht... Nicht wahr, meinen Sie? Ja, doch, natürlich, wenn Sie es selbst sagen. Es hört sich so unwahrscheinlich an. Und trotzdem ist es wahr. Oh Gott. Herr da. Er hat sein eigenes Buch zerstört. Ich habe mein Leben zerstört. Warum nicht auch mein Lebenswerk? Und das hast du heute Nacht getan.
fährt er. Ja, ich habe es in 1000 Stückchen zerrissen. Und die habe ich über die Fjorde verstreut, ganz weit draußen. Das ist gutes, sauberes Salzwasser. Strom und Wind sollen sie ihn wegtragen. Und ganz bald werden sie versinken. Immer tiefer und tiefer, wie ich auch. Tja. Weißt du, Löfbock, dieses Buch, mein ganzes Leben lang wird mich der Gedanke verfolgen, als hättest du ein kleines Kind getötet. Ja, du hast ganz recht. Es ist, wie wenn man ein Kind tötet. Aber wie konntest du das denn tun? Das war doch auch mein Kind! Ach ja, ein Kind. Dann ist alles vorbei. Tja, Hedda, dann gehe ich jetzt. Aber Thea, du willst doch nicht abreisen. Ich weiß nicht, was ich will. Ich sehe nichts außer Dunkelheit. Aber Herr Löfbock, Sie sind doch gekommen, um Sie nach Hause zu bringen. Natürlich weiß ich nicht, was heute Nacht genau passiert ist, aber ist es so irreparabel? Es ist nicht nur diese Nacht. Es wird weiter passieren. Das weiß ich ganz genau. Aber das Verfluchte ist, ich will so ein Leben gar nicht leben. Ich will nicht, dass das alles nochmal anfängt. Die hat meinen Trotz gebrochen. Meinen Lebensmut. Tja, dieser kleine Dummkopf wollte ein Menschenschicksal gestalten. Aber wie konnten Sie so herzlos sein? Nennen Sie mich nicht herzlos. Ach, würden Sie das nicht herzlos nennen, wenn man das Einzige zerstört, was Ihr Leben lebenswert gemacht hat? Wollen Sie die Wahrheit hören, Hedda? Die Wahrheit? Geben Sie mir Ihr Wort, dass Sie Thea nie etwas davon sagen werden. Ich gebe Ihnen mein Wort. Also, was ich eben gesagt habe, war eine Lüge. Ach, das mit dem Manuskript? Ja. Ich habe es nicht zerrissen. Und auch nicht in den Fjord geworfen. Wo ist es denn? Ich habe es trotzdem zerstört. Zerstört. Ja, dann. Das verstehe ich nicht. Thea hat gesagt, dass das, was ich getan habe, war, als ob ich ein Kind getötet habe. Ja, ich erinnere mich. Aber töten ist bei weitem nicht das Schlimmste, was ein Vater seinem Kind antun kann. Was ist denn das Schlimmste? Hedda. Stellen Sie sich vor, ein Mann kommt eines Morgens nach Hause in der wilden Nacht und sagt zu der Mutter von seinem Kind: Hör zu, ich bin die ganze Nacht herumgezogen. Ich bin da und da gewesen und da und da. Und ich hatte unser Kind dabei, an den und den Orten. Und ich habe es verloren. Einfach verloren. Weiß der Teufel, wo es ist oder in welche Hände es gefallen ist. Ich
Ich verstehe, aber schließlich war das doch nur ein Buch. Theas Herz und Seele waren in diesem Buch. Ja, ja, ich verstehe. Was haben Sie jetzt vor? Nichts. Ich will das nur alles beenden. Eilert Löfborg. Sobald wie möglich. Können Sie nicht versuchen, dass es in Schönheit geschieht? In Schönheit? Ach so. Sie meinen mit Weinlaub im Haar, wie Sie sich das früher immer vorgestellt haben. Nein. Weinlaub kann ich mir nicht mehr vorstellen. Aber tun Sie es in Schönheit. Nur dies eine Mal. Adieu. Gehen Sie jetzt und kommen Sie nie wieder. Adieu, gnädige Frau. Und grüßen Sie Jürgen Tessmann von mir. Warten Sie. Ich will Ihnen ein Andenken von mir mitgeben. Ist das das Andenken? Erkennen Sie sie wieder? Sie war einmal gegen Sie gerichtet. Hätten Sie damals doch nur abgedrückt. Jetzt können Sie selbst abdrücken. Adieu. Herr der Gabler. Und in Schönheit. Eilert Löfborg, versprich mir das. Adieu. Thea, ich verbrenne jetzt dein Kind. Du mit deinen schönen langen Haaren.
Dein Kind und Eilert Löwborgs Kind. Nun brenne und verbrenne ich das Kind. Ich bin in Trauer. Meine arme Schwester hat endlich ihren Kampf beendet. Ich habe es schon gehört. Tessmann hat mir eine Nachricht geschickt. Ja, ich hatte ihn drum gebeten. Aber ich dachte, ich muss die Todesnachricht Hedda selber bringen. Hier in dieses Haus, das so voll Leben ist. Es ist sehr aufmerksam von Ihnen, Fräulein Tessmann. Ach, Rina hätte uns nicht gerade jetzt verlassen sollen. Heddas Haus sollte in dieser Zeit kein Ort der Trauer sein. Sie ist friedlich gestorben, Fräulein Tessmann. Ja, in Schönheit und in Frieden hat sich alles für sie aufgelöst. Und sie war so glücklich, dass sie Jürgen noch mal sehen und sich von ihm verabschieden konnte. Ist er noch nicht zurück? Nein. Aber bitte setzen Sie sich doch. Nein, danke. Liebe, gesegnete Hedda, ich möchte ja so gern, aber ich habe so wenig Zeit. Ich muss sie anziehen und herrichten, so gut ich kann. Sie soll richtig schön in ihr Grab kommen. Kann ich Ihnen helfen? Nein. Du darfst nicht mal daran denken. Hedda Tessmanns Hände dürfen mit sowas nicht in Berührung kommen. Nicht einmal daran denken. Nicht in einer solchen Zeit. Man hat nicht immer Macht über seine Gedanken. Jetzt müssen wir anfangen, bei mir zu Hause das Totenhemd zu nähen. Hier wird ja auch bald viel zu nähen sein, aber kein Totenhemd, Gottlob. Da bist du ja endlich. Du bist auch hier, Tante Lien. Bei Hedda? Sowas. Ich wollte gerade gehen, mein lieber Junge. Hast du alles erledigt, worum ich dich gebeten hatte? Nein, ich habe bestimmt die Hälfte vergessen. Ich muss morgen wieder rüberkommen. Aber Jürgen, du musst dich zusammenreißen. Aber wie denn? Du sollst fröhlich sein in der Trauer. Fröhlich über das, was geschehen ist, wie ich auch. Oh ja, ja, du denkst an Tante Rina. Fräulein Tessmann, es wird jetzt einsam für Sie sein. Nicht lange. Das Zimmer meiner armen Rina wird ja nicht leer bleiben. Ach,
Wer zieht denn da ein? Es gibt immer irgendeinen armen, kranken Menschen, den man pflegen muss. Leider. Wollen Sie sich schon wieder ein solches Kreuz auf die Schultern laden? Ein Kreuz? Mag Gott dir verzeihen, das war kein Kreuz für mich. Ich meine, wenn jetzt ein völlig fremder Mensch bei Ihnen wohnt. Ach. Man befreundet sich so schnell mit kranken Menschen. Und ich brauche jemanden, für den ich leben kann. Wie du, meine Liebe. Jetzt wird ja auch in diesem Haus bald viel für eine alte Tante zu tun sein. Ach, bitte. Ja, allerdings. Wie schön es für uns alle drei wäre, wenn wir... Wenn? Schon gut, das kommt schon. Ganz von alleine hoffen wir es, nicht? Ihr zwei habt bestimmt allerhand miteinander zu besprechen. Vielleicht hat Hedda dir was zu erzählen, Jürgen. Auf Wiedersehen. Ich muss nach Haus zu Rina. Wie komisch. Jetzt ist Rina zu Hause bei mir und zugleich bei deinem lieben Vater. So was. Auf Wiedersehen. Ich glaube wirklich, ihr Tod berührt dich mehr als Tante Juju. Ach, es ist nicht nur Tante Rina. Ich mache mir solche Sorgen um Eilert. Gibt es was Neues über ihn? Ja, ich wollte Nachmittag zu ihm, um ihm zu sagen, dass sein Manuskript in Sicherheit ist. Du hast ihn nicht getroffen? Nein, er war nicht zu Hause. Aber später traf ich Frau Elfstedt und die hat mir gesagt, dass er heute früh hier bei Hedda... Ja, gerade nachdem du weg warst. Ja. Und er soll erzählt haben, dass er sein Manuskript zerrissen hat? Ja, das hat er behauptet. Ja, dann muss er ja völlig verwirrt gewesen sein. Und deswegen hast du dich sicher nicht getraut, ihm das Manuskript zurückzugeben. Nein. Aber du hast ihm doch gesagt, dass wir es haben. Nein. Hast du das vielleicht Frau Elfstedt gesagt? Nein, das wollte ich nicht. Aber du hättest es ihm sagen sollen. Ja, stell dir vor, wenn er sich in seiner Verzweiflung irgendetwas antut. Gib mir das Manuskript, Hedda. Ich lauf schnell rüber zu ihm. Wo hast du es hingetan? Ich hab's nicht mehr. Du hast es nicht mehr? Ja, was soll das heißen? Ich habe es verbrannt, alles. Verbrannt? Eilerts Manuskript verbrannt? Nein, nicht! Das verbrannt! Ist nicht Gottes Willen, nein, nein! Es ist nicht möglich! Aber es ist wahr! Hedda, begreifst du, was du getan hast? Das ist Veruntreuung einer Fundsache. Das ist strafbar. Mein Gott, Frau Brack, der wird dir sagen, dass ich recht habe. Ich würde dir raten, das weder Herrn Brack noch irgendjemand anders zu erzählen. Aber wie konntest du so etwas Schreckliches tun? Wie bist du überhaupt darauf gekommen? Antworte mir! Ich habe es für dich getan, Jürgen. Für mich? Ja. Als du heute Morgen nach Hause kamst und mir erzählt hast, wie er dir aus seinem Buch vorgelesen hat, da hast du gesagt, dass du neidisch auf ihn warst. Ach Gott, doch mal, das habe ich doch nicht wörtlich gemeint. Ach so. Egal, ich konnte den Gedanken nicht ertragen, dass dich irgendjemand in den Schatten stellen würde. Hedda, ist das wahr? Aber... ich wusste nie, dass du mich so liebst. Das ist ja... Ja. Und jetzt sage ich dir noch etwas. Ich... Nein, nein. Frag deine Tante Juju, die wird's dir erklären. Ich glaube fast, ich verstehe, was du meinst. Lieber Gott, kann es wahr sein, sowas! Schrei doch nicht! Das Dienstmädchen hört dich. Das Dienstmädchen? Das ist gut, das Dienstmädchen. Das ist doch fertig! Lauf raus und sag's sofort! Es bringt mich um! Es bringt mich um! Sag mal, Hedda, ist das? Was bringt dich um? Es ist alles lächerlich, Jürgen. Lächerlich, dass ich so glücklich bin? Aber um Gottes Willen, naja, vielleicht sage ich Berthe lieber nicht. Ja, doch, sag es ihr, warum nicht? Nein, nein, ich sag's ihr ja nicht. Aber Tante Juju, der muss ich es sagen. Und du, hast mich Jürgen genannt zum ersten Mal. Juchi,
Ach, das wird Tante Juju so glücklich machen, all das so schrecklich glücklich. Ja, wird es sie glücklich machen, wenn sie hört, dass ich Eilert Löfborgs Manuskript verbrannt habe für dich? Ja, das hatte ich vergessen. Natürlich darf niemand über das Manuskript was erfahren. Aber dass du mich so sehr liebst, das muss ich auf jeden Fall Tante Juju sagen. Sag mal, ist das eigentlich normal, dass jung verheiratete Frauen solche Gefühle haben? Das musst du Tante Juju auch fragen. Ja, das werde ich gelegentlich wirklich tun. Aber sag mal, das Manuskript. Schreckliche Sache. Der arme Eilert. Ach, Hella, verzeih mir bitte, dass ich schon wieder hier bin. Ja, was ist denn, Thea? Hat es irgendwas mit Eilert zu tun? Ja, ich habe schreckliche Angst, dass ihm etwas zugestoßen ist. Meinst du? Als ich heute in der Pension war, habe ich das Wort Krankenhaus gehört. Das Krankenhaus? Ist unmöglich. Ich habe so eine Angst bekommen, da bin ich zu seiner Wohnung gegangen und habe nach ihm gefragt. Aber Thea, das war doch sehr leichtsinnig, wenn dein Mann erfährt... Ja, aber was hätte ich denn sonst tun sollen? Ich konnte die Ungewissheit nicht länger ertragen. Und da wussten Sie auch nicht, wo er ist. Sie haben gesagt, er war seit gestern Nachmittag nicht mehr zu Hause. Seit gestern, sowas. Es muss etwas Furchtbares passiert sein, ich bin sicher. Hedda, vielleicht sollte ich in die Stadt gehen und mich erkundigen. Nein, halt dich da raus. Mark. Guten Abend. Ich musste unbedingt heute Abend mit Ihnen nochmal sprechen. Ach so, ja. Sie sind es, sowas. Ich sehe es Ihnen an. Sie haben die Nachricht von Tante Juju bekommen. Ja, das weiß ich auch. Tragisch, nicht? Tja, mein Lieber, kommt drauf an, wie man es nimmt. Wie? Ist noch was passiert? Ja. Noch eine Tragödie? Es kommt auch drauf an, wie man es nimmt, gnädige Frau. Es hat etwas mit Eilert Löfborg zu tun. Woher wussten Sie das? Vielleicht haben Sie schon gehört? Nein, nein, gar nichts. Aber um Gottes Willen, sagen Sie es uns. Ja. Er ist im Krankenhaus. Er liegt im Sterben. Oh Gott, oh Gott. Im Krankenhaus. Im Sterben. So schnell. Ich muss ihn sehen, bevor er stirbt. Keine Lügen, gnädige Frau! Niemand darf ihn jetzt sehen. Ja, aber was ist denn passiert? Sie müssen es mir sagen. Hat doch nicht versucht, sich selber um... Doch, hat er bestimmt. Hedda, wie kannst du? Sie haben richtig geraten, Frau Tessmann. Leider. Wie entsetzt. Er hat sich selbst erschossen. Stimmt schon wieder, gnädige Frau. Wann war denn das, Herr Richter? Heute Nachmittag zwischen 3 und 4 Uhr. Aber in Gottes Namen, wo, was? Wo, was? In seiner Wohnung natürlich. Oh, das ist unmöglich! Ich war um 6:15 da. Ja, dann muss es irgendwo anders gewesen sein. Ich weiß es auch nicht so genau. Ich weiß nur, dass Sie ihn gefunden haben. Er hat sich in die Brust geschossen. Oh Gott. Oh, wie schrecklich. Dass er so enden muss. Sie sagten in die Brust? Ja, das habe ich gesagt. Nicht in die Schläfe? In die Brust. Ja, das ist auch gut. Wie bitte? Nichts. Die Wunde ist lebensgefährlich, haben Sie gesagt, nicht? Tödlich. Er ist wahrscheinlich schon tot. Ja. Ja, ich fühle es. Es ist alles vorbei. Alles vorbei. Woher wissen Sie das denn alles? Von der Polizei. Endlich eine Tat! Oh Gott, Hedda, was sagst du da? Ich sage, er hat was Schönes getan. Was Schönes? Bitte dich! Hedda! Wie kannst du denn bei sowas über Schönheit reden? Eilert Löfborg hat mit dem Leben abgerechnet. Er hat den Mut gehabt zu tun, was getan werden muss. Nein, das glaube ich nicht. Er hat es getan, weil er verwirrt war. Er hat es getan, weil er verzweifelt. Falsch, ich weiß warum. Er muss vollkommen verwirrt gewesen sein, genauso wie er das Manuskript zerrissen hat. Manuskript? Hat er es zerrissen? Ja. Heute Nacht. Oh, Hedda. Wir werden uns nie davon befreien können. Dass Eilert so aus dieser Welt geht, ohne das zu hinterlassen, was seinen Namen hätte weiterleben lassen. Wenn man das nur alles wieder zusammenkleben könnte. Ja, wenn man das nur könnte. Ich würde alles dafür geben. Vielleicht kann man das, Herr Tessmann. Was meinen Sie? Sehen Sie,
Ich habe die Notizen, von denen er diktiert hat, aufbewahrt. Ach. Sie haben sie behalten, Frau Elmstedt? Ja. Da sind sie. Ich habe sie mitgenommen, als ich abgereist bin. Seitdem habe ich sie immer in meiner Handtasche gehabt. Zeigen Sie mal her. Stellen Sie sich vor, wenn wir die sortieren können. Vielleicht, wenn wir zusammen dran arbeiten. Ach ja, lassen Sie uns das wenigstens versuchen. Wir schaffen das schon, wir müssen das schaffen. Ich widme dafür mein ganzes Leben. Ja, du, Jürgen, dein Leben? Ja, naja, genauer gesagt meine Zeit. Mein eigenes Buch muss eben warten. Das verstehst du doch, Hedda, nicht wahr? Das bin ich Eilert einfach schuldig. Ja, vielleicht. Nun, meine liebe Frau Elmstedt, ist es ganz sinnlos, über die Vergangenheit zu trauern. Wir müssen nun versuchen, die Zukunft zu meistern. Ja, ja, Herr Desmond. Ich werde mir alle Mühe geben. Dann lassen Sie uns die Notizen gleich durchsehen. Wo wollen wir uns hinsetzen? Hier. Nein, im anderen Zimmer. Sie werden uns entschuldigen. Frag. Kommen Sie mit mir, Frau Elmstedt. Nun komm. Diese Tat von Eilert Löfbock ist wie eine Art von Befreiung. Befreiung, Frau Hedda? Ja, er ist natürlich befreit. Nein, ihn meine ich nicht. Ich meine mich. Das befreiende Gefühl zu wissen, dass es auf dieser Welt Mut gibt und einen Hauch von Schönheit. Ach, Schönheit, wissen Sie? Ja, 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 ich weiß, was Sie sagen wollen. In Ihrem Innersten sind Sie ja doch ein Spießer, genau wie... Eilert Löfbock hat Ihnen mehr bedeutet, als Sie sich selber eingestehen wollen. Oder irre ich mich? Ich denke gar nicht dran, Ihnen auf solche Fragen zu antworten. Ich weiß nur, dass Eilert Löfbock den Mut hatte, nach seinen eigenen Regeln zu leben. Und jetzt endlich hat er etwas Schönes getan. Etwas Großartiges. Er hat die Kraft gehabt, von der Lebenstafel rechtzeitig aufzustehen. Und das Fest zu verlassen, freiwillig. Es tut mir leid, Ihnen diese Illusion zerstören zu müssen, Frau Hedda. Illusion? Eilert Löfbock wurde erschossen in Mademoiselle Dianas Schlafzimmer aufgefunden. Das ist unmöglich! Er kann doch nicht schon wieder da gewesen sein! Er war sein. Heute Nachmittag da. Er ist hingegangen, um etwas zurückzufordern, das man ihm gestohlen haben soll. Er hat irgendetwas über ein verlorenes Kind gefaselt. Ach so, deshalb? Ich dachte erst, es ging um sein Manuskript, aber ich höre, das hat er selbst zerstört. Also muss er seine Brieftasche gemeint haben, nehme ich an. Ja, wahrscheinlich. Und da haben Sie ihn gefunden? Ja, da. Mit einer abgefeuerten Pistole in der Brusttasche. Der Schuss hat ihn tödlich verletzt. In die Brust, ja. Nein. In den Unterleib. Ja. Alles, was ich berühre, wird klein und lächerlich. Es ist wie ein Fluch. Da ist noch was, Frau Hedda. Das ist auch nicht sehr angenehm. Ja? Die Pistole, die er bei sich hatte. Ja? Er muss sie gestohlen haben. Ist nicht wahr. Hat er nicht. Das ist die einzige Erklärung. Er muss sie gestohlen haben. Hedda, ich kann da drin nicht richtig lesen.
Hast du was dagegen, wenn wir deinen Schreibtisch benutzen? Nur für eine kurze Zeit. Nein. Moment, ich räume ihn erst ab. Mach dir keine Mühe. Nein, nein, lass ihn mich erst abräumen. Es ist reichlich Platz. Süße kleine Thea, geht die Arbeit an Eilert Löwbocks Denkmal voran? Es wird sehr schwer werden, da durchzufinden. Es muss gelingen. Anderer Leute Papiere zu brauchen, ist ja immerhin eine Spezialität von mir. Was haben Sie eben über die Pistole gesagt? Eilert Löwbock war heute Morgen hier, nicht wahr? Ja. Waren Sie mit ihm allein? Nur ein paar Minuten. Sie haben das Zimmer nicht verlassen, während er hier war? Nein. Denken Sie noch mal nach. Sind Sie sicher, dass Sie nicht rausgegangen sind? Nicht mal für einen kurzen Augenblick? Doch, ja. Ich bin auf den Flur gegangen. Nur einen Moment. Wo war das Pistolenetui während dieser Zeit? Das lag unten im Auf dem Schreibtisch. Haben Sie nachgesehen, ob noch beide Pistolen drin sind? Nein. Machen Sie sich nicht die Mühe. Ich habe die Pistole gesehen, die Löwbock bei sich hatte, als Sie ihn gefunden haben. Ich habe sie sofort erkannt, von gestern und von früheren Gelegenheiten. Haben Sie sie? Nein, die hat die Polizei. Was wird die Polizei damit tun? Versuchen, den Eigentümer ausfindig zu machen, nehme ich an. Glauben Sie, dass sie ihn finden wird? Nein, Herr Gabler. Solange ich den Mund halte, nicht. Und wenn nicht? Tja, dann könnten Sie immer noch sagen, dass er die Pistole gestohlen hat. Dann sterbe ich lieber. Da sagt man so, das tut man nicht. Angenommen, die Pistole ist nicht gestohlen und man findet den Eigentümer. Was dann? Tja, dann gibt es einen Skandal. Einen Skandal? Ja, einen Skandal. Das, wovor Sie sich am meisten fürchten. Dann müssten Sie natürlich vor Gericht erscheinen, zusammen mit Mademoiselle Diana. Sie wird erklären müssen, wie alles passiert ist. War es Unfall? War es Mord? Ist die Pistole aus Versehen losgegangen oder hat sie ihn erschossen und ihm die Pistole dann wieder in die Tasche gesteckt? Es wäre denkbar. Mademoiselle Diana ist eine sehr praktische Dame. Ich habe mit dieser widerlichen Geschichte nichts zu tun. Nein, natürlich nicht. Aber eine Frage werden Sie beantworten müssen. Warum haben Sie Eilert Löwbock die Pistole gegeben? Und was wird man daraus folgern, wenn bewiesen ist, dass Sie sie ihm gegeben haben? Ja, das ist wahr. Daran habe ich nicht gedacht. Zum Glück droht keine Gefahr, solange ich den Mund halte. Also bin ich jetzt in Ihrer Macht, Herr Richter. Sie haben mich in der Hand. Glauben Sie mir, liebste Hedda, ich werde diese Macht nicht missbrauchen. Doch, ich bin in Ihrer Macht. Von Ihrem Willen abhängig und von Ihren Forderungen. Nicht frei. Das ertrage ich nicht nie. Die meisten Leute finden sich mit dem Unvermeidlichen ab. Früher oder später. Ja, vielleicht. Nun, Jürgen, ihr kriegt's doch hin, nicht? Weiß der Himmel, das wird Monate dauern. So was. Das ist doch ein komisches Gefühl, Thea. Jetzt sitzt du hier und arbeitest mit Tessmann, so wie du früher mit Löwbock gearbeitet hast. Mit seinem Mann nur auch inspirieren könnte. Das kommt schon mit der Zeit. Ja, weißt du, ich fange auch langsam an, so etwas zu spüren. Aber unterhalte dich doch mit dem Richter. Kann ich helfen? Nein, danke. Wirklich nicht. So, jetzt müssen Sie Herr der Gesellschaft leisten, Brack, damit Sie sich nicht langweilen, wenn Sie nichts dagegen haben. Wird mir ein Vergnügen sein. Danke.
Ich bin etwas müde. Ich lege mich ein wenig auf das Sofa nebenan. Ja, Liebste, tu das, nicht wahr? Still sein. Es ist nicht gut für Sie, uns bei dieser traurigen Arbeit zuzugucken. Mir ist was eingefallen. Warum ziehen Sie nicht zu Tante Juju? Ich komme dann jeden Abend rüber und wir können da immer zusammen arbeiten, nicht wahr? Ja, das wird vielleicht am besten sein. Tessmann, ich kann dich hören! Wie soll ich mir hier draußen die Abende vertreiben? Och, bin sicher, Brack wird dir gerne Gesellschaft leisten. Es wird mir ein Vergnügen sein, Frau Tessmann. Ich werde jeden Abend hier sein. Wir werden uns köstlich amüsieren, wir beide. Das könnte Ihnen so passen, Herr Richter. Der einzige Hahnenkorb. Ach, jetzt spielt sie schon wieder mit den Pistolen. Sie hat sich erschossen. In die Schläfe geschossen, sowas. Ja, um Gottes Willen, sowas tut man doch nicht. One at a time. Take my advice.